Veränderung ist nicht immer angenehm. Sie ist aber bei einem Reifeprozess unumgänglich. Machen Sie sich heute bei das Leben genießen für eine Veränderung bereit. How serious are you? Meint ihr es ernst damit, dass ihr euch ändern wollt? Dreht euch zu eurem Nachbarn und sagt, willst du dich wirklich ändern? Viele Menschen hätten gerne Veränderung, sind aber nicht bereit, ihren Teil dazu zu tun. Man muss einiges tun und anderes muss man sein lassen. Aber eines ist sicher, wenn ihr wirklich das Leben wollt, für das Jesus gestorben ist, muss Gott den ersten Platz in eurem Terminkalender haben. Wir können nicht erfolgreich leben, einfach indem wir eine Stunde oder so am Sonntag in der Kirche mit Gott verbringen und das für ausreichend halten. Der Teufel lebt nämlich und greift täglich an. Wir müssen jeden Tag mit Gott gehen. Wir brauchen täglich Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, jeder Mensch kann Gott so nahe sein, wie er will. Es kommt nur darauf an, wie viel Zeit man investiert. Nur eine kleine Erinnerung, verbringt regelmäßig qualitativ gute Zeit mit Gott. Ihr sagt, Joyce, ich würde gerne Zeit mit Gott verbringen, aber ich weiß nicht, was ich dabei tun soll. Das Tolle ist, dass es keine Formel gibt. Seid einfach bei ihm. Lest, wenn ihr wollt, betet, hört ein bisschen Musik, lacht, weint, sprecht mit ihm. Sitzt still und öffnet euren Mund nicht. Das Großartige ist, dass der Heilige Geist euch leiten wird. Meint ihr es wirklich ernst damit, euch zu ändern? Bevor ihr äußerlich etwas ändern könnt, muss es innerlich geschehen. Ihr habt ein äußeres und ein inneres Leben. Viele wollen, dass sich ihre Umstände ändern, während sie auf alles negativ reagieren, das in ihrem Leben geschieht. Bevor ihr also äußerlich etwas verbessern könnt, muss das innerlich geschehen. Es ist ungefähr so wie mit dem kleinen Jungen, der in der Kirche immer aufstand. Er war nicht sehr alt, aber er stand ständig auf und sprang hoch. Seine Mutter zog ihn herunter, aber er sprang wieder auf. Der Prediger wollte predigen und die Mutter wollte vermeiden, dass der Junge stört. Sie sagte, Johnny, setz dich, setz dich, setz dich. Ich habe gesagt, setz dich. Ihr kennt die Blicke, die wir unseren Kindern zuwerfen. Ich weiß nicht, wie alt Johnny war, aber schließlich setzte er sich, sah sie an und sagte, ich setze mich zwar hin, aber innerlich stehe ich. So müssen wir sein. Wenn es aus irgendeinem Grund Umstände in unserem Leben gibt, die uns zum Hinsetzen zwingen, oder wir in einer Situation sind, in der wir nicht sein wollen, müssen wir uns sagen, ich stecke hier zwar drin und es sieht so aus, als hänge ich fest, aber innerlich stehe ich. Das bedeutet, dass ich enthusiastisch, leidenschaftlich, begeistert, positiv, voller Hoffnung und voller Glauben bleibe. Und dass ich mich entschieden habe, nicht aufzugeben und nicht das Handtuch zu werfen. Der Gerechte kann 7-mal fallen und wieder aufstehen. In Johannes Kapitel 5 geht es um einen Mann, über den ich liebend gern spreche. Ich finde es einfach toll. Dieser Mann zeigt uns ganz deutlich, wie viele Menschen in verschiedensten Situationen reagieren. Lesen wir erst einmal etwas über ihn. Danach zeige ich euch, was ich im Leben dieses Mannes sehe. Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. Ihr müsst euch das vorstellen. Da ist ein Teich und rundherum sind Bauten mit solchen Torbögen, die dorthin führen. In denen lagen, sie hatten sich hingelegt, viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte.
Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Diese Menschen warteten also das ganze Jahr auf diesen einen Tag, an dem ein Wunder geschah. Für einen kurzen Augenblick. Und wer von ihnen am schnellsten im Wasser war, würde das Wunder erleben. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Das ist eine lange Zeit, um unter ein und derselben Krankheit zu leiden. Als Jesus den liegen sah, das ist der Teil, den ich so unglaublich finde, als Jesus die wandelnde Barmherzigkeit, den Mann sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Ist es dir ernst mit dem Gesundwerden? Das ist die volle Übersetzung aus dem Griechischen. Ist das nicht interessant? Da ist dieser Mann, der seit 38 Jahren krank ist, der mit all diesen kranken Leuten an diesem Teich liegt. Jesus kennt sein Leiden und weiß, wie lange er es schon hat, geht auf ihn ein, indem er sagt: Ist es dir wirklich ernst damit, dein Leben in Ordnung zu bringen? Wenn es euch nichts ausmacht, sage ich heute dasselbe zu euch und auch jedem, der im Fernsehen zuschaut. Ist es euch wirklich ernst mit der Veränderung in eurem Leben? Oder wollt ihr sie vielleicht nur irgendwie ein bisschen und hofft, dass ihr eines Tages euer Wunder bekommt? Ist es euch wirklich ernst? Meiner Meinung nach zeigt die Antwort des Mannes, warum er in diesem Zustand war, denn er sagte nicht: Oh ja, Jesus, es ist mir ernst, ich tue alles dafür. Wenn du mir nur hilfst, tue ich meinen Teil. Du sprichst und gibst mir Anweisungen und ich werde gehorchen. All das sagte er nicht. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Das ist dein erstes Problem. Wir sprechen gleich darüber. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Das ist sein zweites Problem. Jesus spricht zu ihm, ich liebe das: Steh auf! Bei mir ist er ein Ausrufezeichen. Das bedeutet, er ist ein bisschen lauter geworden. Er sagte es sehr bestimmt: Steh auf! Warum tat er ihm nicht leid? Warum sagte er nicht: Oh, du armer Kerl, immer ist jemand vor dir dort. Oh, du armer Kerl, niemand hilft dir, du tust mir so leid. Das ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Kein Wunder, dass du niedergeschlagen bist. Jesus sah ihn an und wahrscheinlich war der Mann ein wenig schockiert. Aufgrund des Ausrufezeichens nehme ich an, dass Jesus das mit etwas Nachdruck sagte. Er sagte: Steh auf! Ich liebe diesen Teil. Nimm dein Bett und geh hin. Mit anderen Worten, wenn du aufstehst, räum hinter dir auf und nimm deine Sauerei der letzten 38 Jahre mit. Und sogleich wurde der Mensch gesund. Dieser Mann steht für einen Großteil der Menschheit. Er liegt innerlich und äußerlich nur herum. Wir haben heute Morgen von der Bedeutung der Hoffnung gesprochen und wie wichtig es ist, dass wir nicht aufhören zu hoffen. Wir haben in Sacharja 9, Vers 12 eine wunderbare Bibelstelle gefunden, wo steht, dass Gefangene der Hoffnung, Leute, die wirklich in einem Gefängnis der Hoffnung leben, die der Hoffnung nicht entkommen, alles, was ihnen genommen wurde, doppelt zurückerhalten werden. Der Teufel kann euch nicht bestehlen. Er versucht es vielleicht.
Aber wenn der Teufel euch etwas antut, was nicht gerecht oder fair ist, geht einfach zu Gott und sagt, ich sähe dies als Samen aus, ich lasse mich nicht verbittern, ich werde nicht nachtragend sein, ich vertraue dir, dass du es mir vielfach zurückgibst. Ich wurde in meiner Kindheit so schlecht behandelt. Mein Vater hat mich 15 Jahre lang sexuell missbraucht. Das ist schlimm. Es gibt nichts Schlimmeres als ein kleines Kind, das verletzt und rumgeschubst wird, dem niemand hilft und das sich selbst nicht helfen kann. Ich werde heute Abend nicht mein Zeugnis erzählen, aber ich bin sicher, dass ihr euch vorstellen könnt, was das in mir angerichtet hat, in meinem Verstand, meiner Persönlichkeit, meinen Gefühlen. Es dauerte Jahre, bis ich lernte, wie man in Beziehungen lebt und wie man seine Gedanken ordnet. Ich hatte jedes nur erdenkliche Problem, aber es kam alles aus dem Innern. Ich sah außen gut aus, aber innerlich war ich kaputt. Es bedrückt mich, wenn Leute äußerlich gut aussehen, sich innerlich aber hinlegen. Innerlich haben sie aufgegeben und glauben nicht, dass sie jemals ein echtes Leben haben werden. Als ich diese Dinge zu verstehen begann, als ich Jesus zu mir sprechen hörte, steh auf! Hör auf, herumzuliegen und im Selbstmitleid zu versinken. Als ich begriff, dass ich die Hoffnung einfach nicht aufgeben durfte, egal wie es aussah und wie lange es dauerte, wenn ich nur nicht aufgeben würde, nur nicht aufgeben. Ich will euch heute etwas sagen. Auf diesem Satz liegt wirklich ein Segen für euch. Wenn ihr heute hier weggeht, müsst ihr sagen, ich werde nie aufgeben. Wir alle wollen sofortige Durchbrüche, aber ich kann euch sagen, der einzige Ausweg ist mitten hindurch. Es gibt keine Durchbrüche auf die Schnelle oder im Vorbeifahren. In unserer Gesellschaft kann man alles im Vorbeifahren bekommen. Ich habe gehört, dass es mittlerweile auch Beerdigungen zum Vorbeifahren gibt. Drive-ins. Man fährt vorbei und bekundet sein Beileid. Wenn ihr nicht mehr Zeit für mich habt als das, dann lasst es bleiben. Das ist doch dumm. Wir bekommen Kaffee zum Mitnehmen, Essen zum Mitnehmen und man kann auch seine dreckige Wäsche im Vorbeifahren bei der Reinigung abgeben. Es gibt schon alles, aber es gibt keinen Durchbruch im Vorbeifahren. Ihr könnt nicht ans Drive-In-Fenster fahren und sagen, ich will einen Durchbruch, extra groß bitte. Es braucht Zeit, 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 Zeit. Es braucht Zeit. Es wird Zeiten geben, wo es scheint, als würdet ihr 4 bis 5 Jahre lang nicht von der Stelle kommen. Aber das stimmt nicht. Manchmal geht es in so kleinen Schritten voran, dass man es nicht von einem zum anderen Tag bemerkt. Aber wenn man nach 1, 2, 3 oder 4 Jahren zurückblickt, bemerkt man die Veränderung. Man merkt, dass man sich verändert hat. Weigert euch! Die Hoffnung aufzugeben. Gebt niemals auf. Wenn ihr nicht aufgebt, werdet ihr ganz bestimmt einen Durchbruch erleben. Lasst mich einen Auszug aus dem Tagebuch von John Wesley lesen. Er war ein großer Prediger. In seinem Tagebuch steht, Sonntagmorgen, 5. Mai, ich habe in St. Anne's gepredigt und wurde gebeten, nie wiederzukommen. Sonntagabend, 5. Mai, ich habe in St. John's gepredigt und die Diakone sagten, geh weg und bleib weg. Sonntagmorgen, 12. Mai, ich habe in St. Jude's gepredigt und kann auch dort nicht mehr hin. Sonntagmorgen, 19. Mai, ich habe in St. Irgendwas gepredigt, die Diakone traten zusammen und sagten, ich solle nicht mehr kommen. Sonntagabend, 19. Mai, ich habe auf der Straße gepredigt und wurde von dort vertrieben. Sonntag, 26. Mai morgens, ich habe auf einer Wiese gepredigt und wurde von einem Bullen verjagt, der während des Gottesdienstes auf mich losgelassen wurde. Sonntagmorgen, 2. Juni, ich predigte am Rand der Stadt und wurde vertrieben. Sonntagabend, 2. Juni, ich habe auf einer Weide gepredigt und 10.000 Leute kamen, um mich zu hören. Das stimmt echt, steht in seinem Tagebuch.
Man weiß nie, aber ich denke, wenn man am stärksten versucht ist, aufzugeben, wartet auf der Durchbruch hinter der nächsten Ecke. Das passierte ihm morgens und abends etwa 6 Wochen lang. Aber plötzlich kam der Durchbruch. Was, wenn er am 19. Mai oder am 26. Mai aufgegeben hätte? Er hätte den 2. Juni nie erlebt. Thomas Edison sagte, dass er ungefähr 2000 Experimente machte, bevor die Glühbirne funktionierte. Ich wachte nicht eines Morgens auf, setzte eine Anzeige in die Zeitung, mietete ein Gebäude und die Leute füllten es. Das war eine lange, sehr lange Reise. Ungefähr 1 Million Mal wollte ich aufgeben, aber Gott zeigte mir klar, dass er mich nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt hatte, damit ich aufgebe. Ihr seid nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, um aufzugeben. Das kann jeder. Dazu braucht ihr nicht Gottes Hilfe. Gott hilft uns, vorwärts zu gehen. Entscheidet euch. Ich werde alles sein, wozu Gott mich berufen hat. Ich werde alles haben, was er mir geben will. Und ich werde alles tun, was er von mir will. Sagt, ich werde alles sein, wozu Gott mich berufen hat. Ich werde alles haben, was er mir geben will. Ich werde alles tun, was er von mir will. Ich werde nicht das Handtuch werfen. Ich werde nicht aufgeben. Alles an dem Mann ist am Boden. Er ist innerlich am Boden und äußerlich auch. Ich bin sicher, er legte sich zuerst innerlich hin. Geistlich ist er am Boden. Er ist passiv, lethargisch, vielleicht sogar geistlich tot. Er hat vielleicht keine Beziehung zu Gott und selbst wenn, war sie wahrscheinlich religiös. Er ist psychisch am Boden. Seine Gedanken sind negativ und hoffnungslos. Er hat keine Haltung des Glaubens. Er ist entmutigt. Er ist emotional am Boden, niedergeschlagen. Bestimmt war er launisch, voller Selbstmitleid. Sein Wille war am Boden. Er wollte nichts mehr tun. Er war passiv. Er wollte es nicht versuchen. Er wollte keine Entscheidungen treffen. Er nahm einfach passiv an, was das Leben ihm jeden Tag gab, lag am Teich, wartete auf das Wunder. Traurigerweise ist die Welt voll von solchen Leuten. Es ist nicht falsch, auf ein Wunder Gottes zu vertrauen, aber während man das tut, muss man so viel wie möglich aus dem Leben machen. Egal, was ihr nicht habt, findet etwas, das ihr habt und macht was draus. Ich sagte, egal, was ihr nicht habt, findet etwas, das ihr habt und macht was draus. Bestand aufnehmen und darüber sprechen, was wir nicht haben und nicht tun können und dass uns niemand hilft und dass wir dieses und jenes sind und dieses und jenes nicht sind, das können wir gut. Der Teufel liebt das. Aber Gott will, dass wir uns umsehen und etwas finden, das wir tun können und etwas finden, das wir haben und es dann Gott geben, damit er es mit seiner Kraft füllt. Ihr habt von Mose gehört, als Gott ihm seine Aufgabe erteilte, sagte er, ich kann das nicht. Ich kann nicht gut reden, ich bin dieses und jenes nicht. Man wird mir nicht glauben, ich bin nicht redegewandt. Gott sagte einfach, was hast du in deiner Hand? Es war nur ein Stock. Aber Gott wollte, dass er ihn niederwarf. Mit anderen Worten, gib ihn mir.
Und Gott füllte ihn mit seiner Kraft und dieses gewöhnliche Ding, was nach nichts aussah, wurde zu dem Stab, mit dem Mose das Rote Meer teilte und Millionen von Menschen aus der Gefangenschaft führte und sie auf den Weg ins verheißene Land brachte. Hört auf das zu sehen, was ihr nicht habt. Hört auf das zu sehen, was Menschen nicht für euch tun oder euch nicht geben. Seht euch an, was ihr habt. Ihr müsst positiv statt negativ werden. Physisch war dieser Mann am Boden. Er konnte nicht gehen. Alles an ihm war am Boden. Er war äußerlich und innerlich am Boden. Bei Satan ist alles am Boden, aber bei Jesus ist alles oben. Ich bin eure Herrlichkeit und ich hebe euer Haupt. Seht auf, denn eure Erlösung ist nahe. Hebt eure Hände in Lobpreis und Anbetung. Ruft zu Gott, klatscht in die Hände, all ihr Leute. Alles beim Teufel ist ein Enter, Ver oder Un. Entmutigung, Erkrankung, Verzweiflung, Enttäuschung, Unglauben. Es ist interessant, dass er uns die Dinge aufdrücken will, die er selbst hat. Er gräbt eine Grube und will uns hineinwerfen. Und er wird alles tun, um uns dort zu halten. Aber Jesus sagt in Jakobus 4, Vers 10, er wird dich erhöhen und dein Leben bedeutsam machen. Fantastisch! Wisst ihr, ich war vor 30 Jahren in einer Grube. Und ich ging damals schon in die Kirche. Ich war eine wiedergeborene Christin, aber ich war trotzdem in der Grube. Nicht eine Grube der ewigen Verdammnis, aber eine Grube der Verzweiflung, Depression und Hoffnungslosigkeit. Ich sage euch was, ich ging jeden Sonntag in die Kirche, aber ich sah echt aus wie der Mann in Johannes 5. Und ich hatte auf jeden Fall dieselbe Haltung. Bis ich herausfand, was in Psalm 113, Vers 7 steht, dass nämlich der Herr die Armen aus dem Staub erhebt und die Bedürftigen aus dem Schmutz. Ich werde das noch einmal lesen. Der Herr hebt die Armen aus dem Staub und die Bedürftigen aus dem Schmutz. Wow. Das Schlimmste an dem Mann bei dem Teich war seine kranke Seele. Wisst ihr was? Euer Körper schmerzt vielleicht, ihr habt vielleicht Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen, aber das ist mir alles lieber, als in der Seele krank zu sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als voller Entmutigung und Enttäuschung zu leben, voller Verzweiflung und Depression, Dunkelheit und dass alles in dir so ist. Wir müssen verstehen, dass Jesus nicht für uns gestorben ist, damit wir eine neue Form des Elends erleben können, einfach mit einem christlichen Etikett drauf. So, ja, so gehen wir in die Kirche, so, ja, so gehen wir in die Kirche, so, ja, so gehen wir in die Kirche jeden Sonntagmorgen. Und so, ja, so kommen wir heraus, so, ja, so kommen wir heraus. Wisst ihr was? Wenn man in eine richtige Kirche geht, geht man vielleicht so hinein, aber man kommt anders heraus. Wenn jemand euch mit seinen Predigten nur noch schlechte Gefühle macht, solltet ihr woanders hingehen. Ich möchte Sie heute einfach ermutigen, sich zu entscheiden, alles zu sein, wozu Gott Sie berufen hat. Vielleicht müssen Sie dafür einiges ändern. Veränderung ist schwierig, aber mir scheint es noch viel schwieriger zu sein, so zu bleiben, wie man ist.